Wunderschönen guten Morgen. So, wir haben 26. Ich darf ja nicht vergessen, am 28. So. Am 28. raufzugehen. Zum Gemeinschaftszentrum. Dort zum Spielplatz. So, den einen muss ich mir aber wieder rausholen. Das werden wir jetzt dann gleich machen gehen. Weil das nervt mich, dass das nicht funktioniert, so wie ich das gerne haben wollen würde. So, dann machen wir Samen gleich fürs nächste Jahr. Außer sie wachsen drüber. Das weiß ich nicht. So, habe ich die Sense? Die habe ich natürlich nicht dabei. So, dann kann ich die Kartoffeln mal weggeben. So, das müsste reichen. Nur im Frühling. Alles klar. Die Karotten, da braucht man auch Samen. So, die Samen haue ich jetzt erstmal da rein. Haben wir noch? Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt eigentlich noch Samen für Karotten? Auch nur im Frühjahr. Okay. Meine Sense wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Die Frage ist jetzt nur, wo habe ich die? Hier. Gut. 8 Stück, das reicht. Die haue ich jetzt hier rein. Und dann brauche ich... Achso, da ist was drin. So, Katze, guten Morgen. Hier haben wir noch eine einzelne. Ich weiß gar nicht, wie viel Samen habe ich hier überhaupt noch Samen? Ja, das heißt, es reicht. Alles klar. Die und die. So, dann haben wir noch... Nein, die hier, die verarbeitet werden müssen. So. Oh mein Gott. Ich komme wieder zu nichts, ne? So, bup. Alles klar. Oh Gott, Katze. Das reicht dann. Die lege ich mir auch drüben jetzt. Das sind die... Oh, da hätte ich sogar schon genug. Huch. Okay, warte. Rein. Einmal Müll. Zweimal Müll. Das heißt, den Rest haben wir hier rein. Das kommt auch noch rein. Wunderbar. Die Blumen haue ich wieder drüben rein. Die sind... Lass den da. Okay, Blumen. Da habe ich noch ein paar. Ja, passt schon. So. Rein damit. Gut, dann machen wir es so. Bevor ich die Tiere mache, würde ich liebend gerne nach unten schauen wegen dem Ahornsirup. Wir haben da eine aktuelle Quest. Bringe Ahornsirup in den geheimen Wald. Alles klar. Das hat jetzt nie funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja jetzt, wo es
Tag ist. So. Ja, guten Tag, wer sind denn Sie? Hi! Oh, was? Blaubeersaat? Nur eine? Nimm mal mit. Steinblatt, seltene Saat. Im Herbst, ja, nimm auch mit. Stoff nehme ich auch mit. Passt schon, vielen Dank, wer auch immer du bist. Geheimnisvoller Händler hier. Wahrscheinlich ganz normal erfahrener Händler. Oh. Dieser Geruch, komm näher. Ich habe nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Sieht so aus, als hättest du etwas Waldmagie in dir. Also dann, zu meiner Notiz. Hast du es mir mitgebracht? Ein Ahornsirup, bitteschön. Oh, ja, dieser Duft. Entschuldigung. Das riecht so süß. Es ist meine Lieblingssoße. Die macht mich sehr glücklich. Du hast heute einen neuen Freund gefunden, Ori. Ich habe etwas Besonderes, das ich dir zeigen wollte. Okay. Der Bär hat dir besonderes Wissen vermittelt. Lachsbeeren und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Gold wert. Okay, das heißt, es ist abgeschlossen und es ist weg. Okay, gut, 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 gut. Ich finde hier nie raus. So. Alles klar. Dann machen wir jetzt unsere Türe. Beziehungsweise... 25.000. Warte mal. Sie ist eh hier. Bei Tiere habe ich jetzt das Schaf und das Schwein auch schon frei. Lebt im Stall. Das heißt, ich würde zwei Stehler noch brauchen. Nee, dann warte ich damit noch. Obwohl... Heizgerät hält deine Tiere im Winter warm und glücklich? Das ist für die Tiere? Okay, das heißt, ich würde brauchen 3, 6, 7 Stück. Tierkatalog. Du kannst auf Manis Laden zugreifen, wenn sie nicht da ist. Was? Ja, nehmen wir mit. Die Schafschere werden wir dann eh auch brauchen. Automatischer Greifer sammelt automatisch jeden Morgen die Produkte deiner Tiere ein. Funktioniert für Kühe, Schafe und Ziegen. Ja, und warum nicht für alles andere, für die kleinen Tiere? Warum funktioniert das da nicht? Das heißt, wir haben wieder kein Geld. Okay. So, gut. Das heißt, die Heizkörper kriegt jetzt jeder mal rein. Den Katalog. Neue Fähigkeiten, sehr gut. Die Schere, die packe ich jetzt in erster Linie mal hier rein, weil es eh keinen juckt. So wie die Sense könnte ich eigentlich jetzt auch da lassen. Dann haben wir hier jetzt noch im Müll rein. So.
jetzt aber. Ich meine, wir haben jetzt Frühling, glaube ich. Ist es dann egal, wo ich den hin platziere? Hinten geht's nicht. Back mal den dahin. So, wo ist mein letztes Wollknäuel? So, das packen wir hier hin. Hier passt auch alles. Wunderbar. Oh, was? So, warte mal. Den brauche ich nun. So. Da ist mein letzter Hase. Der ist noch zu klein, gell? Ja. Die haben wir anscheinend heute schon. Die auch. Den Hasen haben wir. So. Dann nehmen wir hier direkt die Eier mit. Boah, hier vorne ist nicht mal mehr viel an Gras. Hey, hört mal, das ist nicht so viel. Habe ich jetzt die... Ja. Ist noch zu jung. Okay, ein neues Küken ist geschlüpft. Retschu. Ich lasse es gleich so. Hi. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich hier noch habe. 12 müsste ich Platz haben. Warte mal, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, ich darf hier nichts mehr... Kein. Kein Hühnchen mehr produzieren lassen, ausbrüten lassen, keine Ahnung. Eins fehlt mir hier. So, ich muss erstmal. Hier jetzt mal Platz schaffen. Das sind zwei. Hier haben wir noch eines. So, dann packen wir die jetzt mal hier ran. Hier. So, dann können wir nämlich die letzten einsammeln. Es ist schon wieder 16 Uhr. So, gut. Hier muss ich noch ein... Ist da keine Ruhe mehr drin? Ah, okay. Einen platzieren. Und hier drinnen, glaube ich, noch einen, oder? Ja, guck mal. Passt. Die anderen zwei heben wir uns auf. Jetzt frage ich mich nur, welche Tiere habe ich noch nicht? Sonst haben wir alle? Ja, gut. Hallo, zumachen. So. Wolle war heute nix. Oh, die gehen jetzt alle rein. Okay. Hier.
Dann können wir mal die Sachen hier alle verkaufen. Die zwei. Oh, mehr Produkte hatte ich gar nicht. Okay. So, Müll habe ich hier einen noch. Und das war's dann schon wieder. So, und hier räume ich jetzt mal die ganzen Bäume weg. Ja, hier kommt weg. Weg damit. Der kommt auch weg. Und den Samen nehmen wir raus. Alles klar. Dann. Der eine Baum ist ausgewachsen. Das heißt, der kriegt sein Dings wieder drauf. Passt. Die anderen sind leider noch nicht so weit. Wieso gehen das Schaf nicht rein? Oh. So, hier zwei. Dann haben wir da noch, hier noch. Und die Meermilch ist es dann eh nicht mehr. Sehr gut. Einmal alles verkaufen, bitteschön. Die kannst haben, die kannst haben, das kannst haben. So, gut, 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 gut. Alles rein, alles rein. Und dann haben wir 700. Ich müsste Steine farmen. Das könnte man noch schnell machen gehen. Kartoffelsäfte. Die sind halt noch nicht fertig. So. Steinbruch. Let's go. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Stein das ich brauche für einen großen Stall. Die nehmen wir mit. Ist Kohle drinnen. Kohle ist eh gerade was, was wir brauchen könnten. Also gut. Man könnte gefühlt mehr da sein. 188 ist nichts. Das ist halt nix. Grüne Bohnen. Gehen? Ich weiß nie, wo ich jetzt die Karotten verarbeiten kann. Ah, eh hier. Okay. So. Jawohl, Eier sind wieder fertig. Das heißt, die anderen sind dann auch gleich. Milch habe ich nur noch zwei.
Alles klar. Das hier. Und das war's. Okay. Drei Iridiumbarren. Warte mal. Für den hier. Achso, brauche ich Batterien. Batterien. Da habe ich keine. Habe ich hier mehr aufstellen soll? Hier brauche ich. Brütet Schleimeier aus, um Schleime schlüpfen zu lassen. Ermöglicht es draußen, Schleime zu züchten. Aha. Komprimiert 100 Stück Schleim zu einem Schleimei. Ein Wunder der Wissenschaft. Ja, ist das notwendig wirklich, oder? Oh. Tulpen, Zierlauch, Mohn, Sommerschmuck. Ob ich sowas hab? Zierlauch habe ich. So, Fische. Irgendwo habe ich noch Fische drinnen, die was ich noch verarbeiten kann. Das ist hier. Kohle habe ich. Oh, gerade 22 Stück. Das ist halt auch nichts, ne? Schauen wir nochmal. Ja, guck mal. Weg damit. Hier habe ich 5 Stück. Warum verarbeite ich die nicht? So, die kommen hier rein. Gut. Das sind halt alles Blumen. Was mache ich mit den Blumen? Ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. So, es wird spät. Alles klar, dann. Achso, warte, die kann ich ja auch verkaufen. Die braucht doch auch niemand. So, dann gehen wir in die Bettelein. Dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.